Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Videopodcast. Ich bin Matthias Heine, ich bin seit über 20 Jahren freiberuflicher technischer Redakteur, Übersetzer, Dolmetscher und Gründer des Unternehmens Singlefeeder, das ein technisches Redaktionssystem anbietet. Das Wissen und die Erfahrungen, die ich über die Jahre zusammengetragen habe, stelle ich in einer Videoreihe zusammen, die ich ständig erweitere und auf meiner Webseite zur Verfügung stelle. Heute geht es um das Thema maschinengerecht formatieren. Ich habe es in zwei Clips unterteilt. Einen mit Hintergrundwissen zu dem Thema und einen mit einigen praktischen Regeln für die tägliche Arbeit. Hier geht es nun um den praktischen Teil. Bevor Sie loslegen, möchte ich Ihnen allerdings nochmal dringend empfehlen, das Hintergrundvideo zu dem Thema anzuschauen, insbesondere dann, wenn Sie sich noch nicht mit allgemeinen Fragen zur Dokumentation auseinandergesetzt haben. Für diejenigen unter Ihnen, die eine ältere Version von Word verwenden, ist eine kleine Vorarbeit nötig. Deswegen fange ich damit an, obwohl der Punkt dazu unten auf der Folie steht. Zunächst müssen die Dokumente in eine neuere Version von Microsoft Word überführt werden. In dem Hintergrundvideo dazu habe ich erläutert, warum das notwendig ist. Genauer, die Dokumente müssen in eine Version überführt werden, die DocX-Dokumente erstellt. Damit wird die Grundlage für den nächsten Schritt gelegt und man ist mit Word und FrameMaker quasi auf dem gleichen Stand. Wie geht es dann weiter? In dem Hintergrundvideo habe ich erläutert, warum es sinnvoll ist, mit Formatvorlagen zu arbeiten. Die Regel besagt, alles, und hiermit meine ich wirklich alles, was im Dokument steht, mit Formatvorlagen zu formatieren. Bei Word beschränkt sich das auf Absätze und Zeichen, bei FrameMaker geht es noch ein bisschen weiter. Hat man also alle Absätze und Zeichen per Formatvorlage formatiert, hat man schon ein ganzes Stück des Weges geschafft und eine gute Grundlage gelegt, auf der man später aufbauen kann, wenn man andere Systeme verwenden will. Das ist die erste Regel. Kommen wir zur zweiten. Damit eine Seite ansprechend aussieht, arbeiten wir in der Regel mit dem Weißanteil. Wie steuern Sie den Weißanteil auf den Seiten? Richtig, über Abstände, sowohl horizontal als auch vertikal. Für Abstände gibt es eine einfache Regel. Wiederholen Sie nichts. Jede Wiederholung, sei es von Absatzmarken, Tabulatoren oder Leerzeichen, um Abstände zu generieren, fällt Ihnen früher oder später auf die Füße. Meistens am Ende einer Seite. Überlegen Sie sich stattdessen, wo Sie Freiräume auf den Seiten haben möchten und legen Sie dafür jeweils eigene Formate an. Damit legen Sie den Grundstein für die spätere automatische Formatierung. Denken Sie auch daran, dass Übersetzungen von Texten oft länger sind als das Original. Das ist die zweite Regel. Ein anderer Punkt, der bei der Weiterverarbeitung von Texten oft Schwierigkeiten verursacht, sind feste Silbentrennungen, also Worttrennungen am Ende einer Zeile, die von Hand eingegeben werden. Wird der Text woanders weiterverarbeitet, brechen die Zeilen fast immer anders um und die Trennung steht dann in der Mitte einer Zeile. Überlassen Sie die Trennung stattdessen der Automatik in den Editoren oder verzichten Sie, wenn es geht, ganz darauf. Sind Ihre Texte linksbündig gesetzt, gibt es Sprachen, zum Beispiel Englisch, die die Wörter nur im äußersten Notfall trennen und wo der Satz mehr flattert als im Deutschen. Sollten Sie mit den automatischen Trennungen unzufrieden sein, ist es die bessere Lösung, die Trennungen erst ganz am Schluss, kurz vor dem Druck, manuell einzufügen, wenn das Dokument von keiner anderen Software mehr bearbeitet werden muss. Das war die Regel Nummer 2. Die dritte Regel besagt, dass Sie möglichst auf Formatwechsel innerhalb eines Satzes verzichten sollten. Wenn nur Teile einer Aussage wichtig sind, versuchen Sie, die wichtigen Teile dieser Aussage in einem ganzen Satz zusammenzufassen und die weniger wichtigen in einem weiteren Satz zu ergänzen. Übrigens ist diese Kommunikationsweise auch für den Leser leichter verständlich. Bedenken Sie auch immer, dass Formatwechsel innerhalb eines Satzes in übersetzten Texten noch komplizierter werden können. Zum Beispiel, wenn zusammengesetzte Verben einer Sprache in der Übersetzung häufig auseinandergeschrieben werden oder wenn sich die Wortstellung ändert. Das macht die Hervorhebungen dann noch komplexer. Wenn sich sogenannte Inline-Formatierungen nicht vermeiden lassen, zum Beispiel für Produktbezeichnungen muss man sie häufig verwenden, dann verwenden Sie auch hier Formatvorlagen. Die nächste Regel hat ebenfalls, wie die beiden vorherigen, das Ziel, eine Texteinheit möglichst am Stück im Dokument stehen zu lassen. Wenn Sie den Text mit Markern versehen, zum Beispiel als Anker für Querverweise, Stichwortverzeichnisse, Links und so weiter, dann setzen Sie diese an den Anfang oder das Ende des Textes. Bei FrameMaker ist das so, oder bei Word legen Sie die erforderliche Markierung über den gesamten Text. Dadurch wird der Marker für die maschinelle Verarbeitung später leichter erkennen und identifizierbar. Die sechste Regel hängt mit der zweiten zusammen. Setzen Sie zum Beispiel Absatzmarken nur dort, wo ein Absatz zu Ende ist, nicht um einen Zeilenumbruch zu machen. Dafür gibt es spezielle Zeichen, die dann auch von den Programmen richtig interpretiert werden können.
Die siebte Regel habe ich am Anfang schon vorweggenommen, deswegen gehe ich hier nicht weiter darauf ein. Die Schnellen unter Ihnen werden sich schon gefragt haben, warum die Überschrift 7 grundlegende Regeln heißt und 8 Punkte dazu auf der Folie stehen. Der achte Punkt geht schon über die Grundlagen hinaus und nimmt bereits Überlegungen auf, die Sie anstellen müssen, wenn Sie ein Redaktionssystem einführen möchten. Auch hier gibt es schon beim Erstellen der Dokumente einige Punkte, die zu beachten sind. Das würde allerdings den Rahmen dieses Videos überstrapazieren und deshalb wird es dazu einen eigenständigen Clip geben. Deswegen sind wir damit für dieses Video schon durch. Setzen Sie diese Regeln um und Sie machen einen großen Schritt für Ihre Dokumentation. Sie legen damit die Grundlage, auf der Sie später aufbauen können. Hinweisen möchte ich auch nochmal auf das Hintergrundvideo, das Sie sich unbedingt anschauen sollten, bevor Sie loslegen. Über ein Feedback und weitere Anregungen freue ich mich. Gerne beantworte ich auch individuelle Fragen persönlich. Meine Kontaktdaten stehen auf der Folie und Sie finden sie auch auf meiner Webseite www.cinefeeder.de. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher.